Hallo und herzlich willkommen bei den WinTV-Nachrichten. Wir sind die Viktoria. Hallo. Und ich bin die Niki. Und wie ihr vielleicht gesehen habt, befinden wir uns heute einmal an einem anderen Ort, nämlich im Okto-Studio. Wir haben gleich einen Auftrag für euch. Wenn ihr Ideen habt, wie das Setting anders sein könnte, als wir zwei sitzen so nebeneinander, dann bitte schreibt es uns unter redaktion@wintv.org oder schreibt es uns per Facebook und sagt es, wie ihr gerne die nächsten WinTV-Nachrichten sehen wollt. Und noch was, Viktoria ist heute zum ersten Mal da und das ist jetzt ein Aufruf. Wenn du auch mitmachen willst bei WinTV, schreib uns ebenfalls. Wir freuen uns über ganz viele neue Leute. So, und jetzt kommen wir schon zum ersten Beitrag. Was haben wir da für die Leute heute? Ja, WinTV war am Stephansplatz und hat sich die Abschlusskundgebung angeschaut von HC Strache. Und ja, wir schauen uns jetzt diesen Beitrag mal an. Gerechtigkeit zu tun, wo sie da teilweise unser Land hinsteuern. Und das ist an allen Ecken und Enden heute die Fehlentwicklung, die wir erleben müssen. Aber da müssen wir klar sagen, wer hier nach Deutschland kommt, von dem verlangen wir eine Ankommenskultur, der muss sich dahin verteilen lassen, wohin wir ihn bringen und sich auch einem fairen Verfahren unterstellen und unsere Rechtsordnung anerkennen. Wie ihr vielleicht vermuten könnt, haben wir heute ein Wahlspecial zur Wien-Wahl. WinTV war nämlich am Wahlabend im Rathaus und hat sich angeschaut, was da so alles passiert ist. Das seht ihr im folgenden Beitrag. Die Zahlen zufolge landet die FPÖ bei 33-36%. Das sind enorme Zuwächse von 8% oder mehr. Die Sozialdemokraten von Bürgermeister Michael Häupl verlieren 8%, sie landen zwischen 35 oder 37,5%. Kann zu euch kommen? Lukas? Der Herr Elson, der Herr Eichinger und der Herr Gutenus zu W24, bitte. Mal schauen, was rauskommt. Ich glaube nicht, dass es für Wien gut ist, für den Gemeinderat gut ist, aber vor allem für die Wiener Bevölkerung gut ist, wenn es mehr FPÖler in Wien im Gemeinderat gibt. Aber gut, gewählt ist gewählt. Und was wäre konkrete Strategie der Grünen, um zum Beispiel solche Arbeiter und Arbeiterinnen, die frustriert sind, besser anzusprechen für den nächsten Wahlkampf? Von der Politik her ist es leicht. Ich bin ganz sicher, dass das, was wir machen als Politiker und Politikerinnen, dass es die Grünen umsetzen, tatsächlich Menschen, denen es ökonomisch schlecht geht, mehr nützt als wie alles, was die FPÖ sagt. Ich nehme nur ein Beispiel. Die Kindermindestsicherung ist die höchste, die es gibt. Von ganz Österreich gibt es in Wien. Was heißt das in Zahlen? Ein Kind, das in einem Armutshaushalt aufwächst, da bekommen die Eltern pro Jahr 800 Euro mehr wie im anderen Bundesland. 800 Euro Armutsbekämpfung für Kinder in Wien pro Kind pro Jahr. Wer hat dagegen gestimmt? Die Freiheitliche Partei.
Also der ganze Ummel ist sehr ungewohnt für mich. Jetzt habe ich mich gerade dran gewöhnt und jetzt ist es wieder vorbei. Aber es ist trotzdem nicht so schlecht eigentlich. Was wir geplant haben, wie wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall als Bündnis weiter agieren. Wir haben vor, in den Bezirken, in denen wir einziehen werden, wir glauben, dass es fast alles sein werden, also gemeinsam weiterzuarbeiten, Dinge aufzudecken, die nicht so laufen, wie sie laufen sollten. Linke Politik zu machen auf Bezirksebene, unser Bündnis zu vergrößern und wirklich, was wir immer gesagt haben, da zu sein für die Leute und ihnen eine Plattform bieten, sich selbst zu äußern zu können und ihre Probleme kundzutun. Was sagst du zu dem Ausspruch, dass die FPÖ es geschafft hat, linke Themen zu besetzen, aber in Kombination mit menschenunwürdiger Hetze? Warum schaffen die das und wie würdest du den Leuten, die FPÖ wählen, sagen, warum das eigentlich gar nicht so sinnvoll ist, sich für diese Partei zu entscheiden? Also es gibt viele Gründe. Ich glaube, also es gibt sehr unterschiedliches Klientel, was die FPÖ wählt. Ich glaube, da muss man auf verschiedene Arten argumentieren, mit verschiedenen Leuten. Ich glaube, dass es sehr viele Leute gibt, die sehr uninformiert sind politisch, die deswegen die FPÖ wählen, weil sie mal auf einer Party waren, die von denen veranstaltet war oder weil sie, weiß ich nicht, irgendwas bekommen haben von denen. Ich glaube, dass es halt ein großes, also sozusagen ein Bildungsdefizit ist, was viele Wählerinnen zur FPÖ treibt. Also da müsste man sozusagen schon im Schulsystem ansetzen und in der politischen Bildung an Schulen und bei den ganzen sozusagen echten Nazis, die auch noch wählen, da gibt es verschiedene Argumentationen, die man erfahren muss. Ich glaube nicht, dass man da alle davon wegbringen kann, aber also wichtig, glaube ich, ist immer wieder zu betonen, was die FPÖ alles für Lügen verbreitet, weil das ist ja ganz klar, dass sie auch im Wahlkampf, aber auch zwischen den Wahlkämpfen immer wieder Dinge sagt und als Wahrheiten darstellt, die überhaupt nicht stimmen und die man wirklich beweisen kann, dass sie erlogen und erfunden sind. Und ich glaube, da muss man viel konsequenter sein und all diese auch kleinen Dinge immer aufzeigen, damit die Leute endlich checken, dass sie da belogen werden von einer Partei, die so tut, als wäre sie für die Freiheit, im Endeffekt aber nur für die Diskriminierung und Ausschließung von Menschen verantwortlich ist. Das ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Ja. Glauben Sie, dass viele Menschen SPÖ gewählt haben, um Blau zu verhindern? Also ich glaube, dass sehr viele Menschen sicher gewählt haben, um für Humanität, für Haltung und gegen Hetze und Ausgrenzung gewählt haben. Und viele haben uns auch für unsere Politik gewählt. Sind Sie auf einem fixen Platz, also kommen Sie in den Gemeinderat? Das weiß ich noch nicht. Ich muss schauen, wie die Grundmandate ausschauen, wie viele sich vor mir rein werden, wie viele Stadträte, Stadträtinnen, welche Regierungskonstellation. Ich weiß es nicht. Ich muss selber noch herausbekommen, ob ich drinnen bin oder nicht. Sollten Sie Vizebürgermeister werden, was dürfen sich dann sozial schwächere Menschen, zum Beispiel Arbeitslose oder Flüchtlinge oder auch Bettlerinnen von Ihnen erwarten? Na, schauen Sie, der heutige Tag, da steht noch nicht fest, wer welchen Posten einnimmt. Und es geht auch in der Politik jetzt nicht um Postenbesetzung und wer sich wie nennen kann und nennen darf. Sondern es geht insgesamt darum, dass wir eine gute Politik für die Wienerinnen und Wiener machen. Und mit dem jetzigen Zeitpunkt kann ich nicht sagen, wer welches Amt einnehmen wird. Ja, aber konkret, was werden Sie dann für sozial schwächere Menschen tun? Wenn was? Ich bin wir brauchen natürlich eine Politik für sozial schwache Menschen, die vor allem unter Rot-Grün immer mehr unter die Räder gekommen sind. Sie haben eine Armutsentwicklung, die ist besorgniserregend. Sie haben 420.000 Menschen, die an oder unter der Armutsgrenze leben müssen, aufgrund einer erhöhten Belastung durch Gebühren. Wir haben eine Gebührenerhöhung die letzten Jahre erlebt von mehr als 30% und natürlich wurden hier die Menschen ganz klar in die Armutsfalle getrieben. Ich habe gekämpft mit allem, was ich hatte und ja, auch mit meiner Person dafür, dass die Grünen ein möglichst gutes Wahlergebnis erreichen, mit dem Rot-Grün abgesichert ist. Und es ist mir gelungen. Stand heute Abend hat Rot-Grün gemeinsam eine stabile Mehrheit. Das heißt, die Fortsetzung der rot-grünen Regierungsarbeit in den kommenden 5 Jahren ist denkbar und hat auch eine stabile, breite Basis an Mandaten erreicht. Ja, damit ist ein Ziel erreicht und wenn ich 13% oder 14% hätte, würde ich mich viel mehr freuen. Naja, es zeigt sich, dass eine Partei, die sich sozusagen gegen eine rechtspopulistische Partei stellt, ganz offensiv gewinnt. Das ist eigentlich für alle Parteien eine Message. Ja? Wenn eine Partei standhaft ist und nicht xenophob wird, nicht rechtspopulistisch kopiert, dann wird sie belohnt. Die Wähler wollen, das sieht man in Oberösterreich, offensichtlich keine Wiggle-Woggle-Kandidaten, sondern Leute, die standhaft sind.
Wie bewerten Sie die große Zunahme von der FPÖ? Naja, das ist klar, wenn es wochenlang offene Grenzen gibt und sozusagen tausende Menschen das Land nehmen, dass sie auch dazu gewinnen. Aber der FPÖ geht es jetzt ein bisschen so wie den Grünen, sie gewinnen, aber sie wirken irgendwie als Verlierer. Also glauben Sie, dass die FPÖ-Wähler und Wählerinnen enttäuscht sind von dem Ergebnis? Oder? Selbstverständlich, die haben sich vor der Hochrechnung noch als Sieger gefeiert. Ja. Das heißt, sie bleiben in der Opposition? Das ist das, was zu erwarten ist. Ja? Unser nächster Beitrag beschäftigt sich mit den angeblichen Kopf-an-Kopf-Rennen von HC Strache und Michael Häupl. 50% der Arbeit und Arbeiterinnen haben FPÖ gewählt. Wie kriegt die SPÖ wieder da die Oberhand? Schauen Sie, wenn man sich einigermaßen die Gesellschaft von heute analysiert und insbesondere die Arbeitsverhältnisse, dann muss man sehen, dass die Arbeiter lediglich mehr 8% der erwerbstätigen Bevölkerung ausmachen in einem Land wie Österreich. Und von denen haben sie die Hälfte, also 4%. Nicht besser, aber ja. Ich glaube, eine der Medaillen, weil die Arbeiterkammerwahl zum Beispiel, also das Arbeiterparlament, ein ganz anderes Ergebnis zeitigt. Aber wir leben ja heute in einer anderen Welt als im 19. Jahrhundert, wo man die klassischen Klassenanalysen gemacht hat. Die Welt ist anders geworden. Und was sagen Sie dazu, dass jetzt die Grünen gesagt haben, es sind Stimmen, die sie geliehen haben, zur SPÖ gewandert? Inwiefern ist dieses alle Hauptsache nicht Strache aufgegangen? Man hat immer noch zwischen 4 Parteien wählen können, die den Herrn Strache nicht wollen. Zumindest 3. Ist also vielleicht 3,5, ja, sagen wir so. 3,5 Parteien haben wir wählen können, die den Strache nicht wollen. Nein. Mein Respekt vor den Wählern und ihrer Meinung ist viel zu groß, als dass ich jetzt von Leihstimmen oder Ähnlichem reden würde. Es wissen diejenigen, die Sozialdemokratie gewählt haben, sehr gut, warum sie das getan haben. So, und vor dem hat man Respekt zu haben und jetzt nicht da herzugehen und zu sagen, das sind Leihstimmen, mit denen soll ich sorgsam umgehen und implizit damit zu insinuieren, ich habe gefälligst jetzt eine rot-grüne Koalition zu machen. Also, vielleicht wird es das auch, vielleicht auch nicht. Das werden wir jetzt schauen. Jetzt sollen sich mal die einzelnen Parteien nach Vorliegen des Wahlergebnisses Gedanken darüber machen, wie sie sich ihre eigene Zukunft vorstellen. Ich werde dann reden mit allen neuen Gemeinderatvertretern in Parteien. Dann werden wir herausdestillieren, mit wem wir Gespräche aufnehmen über die Bildung einer künftigen Regierung. Und dann werden wir das vollenden mit einer Koalition. Aber das ist in einer parlamentarischen Demokratie so üblich und so handle ich auch. Und Status quo zur Flüchtlingsthematik, statt Wien, Umgang mit der Flüchtlingswelle, hat das Ihnen, glauben Sie, geholfen im Wahlkampf oder irgendwie auch eher geschadet? Das weiß ich nicht. Ich habe auch ehrlich gesagt nie darüber nachgedacht. Ich stehe mein ganzes langes politisches Leben dafür, dass Menschen, wenn sie vor Gewehrläufen fliehen oder vor Hunger fliehen, dass sie dann zu uns kommen und ihnen wird auch da geholfen hier. Egal, ob sie bleiben wollen, indem sie Asylantrag stellen oder ob sie weiterreisen wollen. Wir haben ihnen zu helfen. Punkt aus. Ob das in der Wahl geholfen hat oder nicht, ist mir eigentlich egal. Grün steht für soziale Themen. Inwiefern könnt ihr euch verbessern, dass ihr auch Arbeiterinnen und Arbeiter ansprecht? Weil es heißt ja, wenn Leute enttäuscht sind, SPÖ gewählt haben, wählen sie FPÖ. Diese Frage muss man der SPÖ in erster Linie stellen. Die SPÖ ist jene Kraft, die historisch die Vertretung der Arbeiter und Arbeiterinnen, aber auch der kleinen Angestellten hatte. Die SPÖ ist diejenige, die diese historische Rolle gespielt hat, zunehmend. Die SPÖ ist diejenige, die so viele Menschen enttäuscht, mit, wie gesagt, mit Arroganz, mit der Neigung, sich zurückzulehnen, selbstzufrieden, mit gebrochenen Versprechen, mit der Parteibuchwirtschaft. Also, ich kann nur wiederholen, wesentlich ist, dass die SPÖ hier ihren Erneuerungsprozess endlich einleitet, um ihre Wählerinnen und Wähler aus der FPÖ zurückzuholen bzw. weitere Verluste zu stoppen. Und was die Grünen anlangt, wesentlich ist für uns, den weltoffenen Weg, den Weg der Erneuerung, den Weg des sozialen Zusammenhalts, ja, und auch den unbequemen Weg fortzusetzen, den jede politische Landschaft braucht. Eine unbeugsame, unbequeme Kraft, die zum Beispiel, wenn es um Menschenrechte geht, kein Wenn und Aber kennt, nie laviert, immer Haltung beweist. Also, ich denke, jeder von uns hat seine Rolle innerhalb des politischen Systems. Und worum es jetzt geht, ist in den nächsten 5 Jahren uns zu verständigen auf ein soziales, auf ein ökologisches und auf ein weltoffenes Programm für Wien.
sondern also ich habe einen Wahlkampf geführt, wo ich klar am Tisch gelegt habe, wofür ich kämpfe, wofür ich eintrete. Das ist eine Veränderung des politischen Systems. Das ist ein Abspecken der Kosten für die Politik in Wien, für mehr Transparenz und gegen Freundelwirtschaft und auch für eine bessere Bildung und Ausbildung unserer Kinder. Das sind sehr wichtige Anliegen, die offensichtlich viele Wienerinnen und Wiener auch unterstützen. Und dafür werde ich mit aller Kraft kämpfen. In welcher Konstellation auch immer. Ist die Oktoberrevolution von den Ausgerufenen gescheitert? Nein, die Oktoberrevolution hat gezeigt, dass man ein Drittel der Wienerinnen und Wiener nicht mehr ausgrenzen kann. Mit der Verfassungssperrminorität wird man uns nicht mehr ausgrenzen können. Man wird mit uns reden müssen. Die Zeit der Ausgrenzung ist vorbei. Man kann nicht ein Drittel der Wähler und der Menschen ausgrenzen. Das geht nicht. Glauben Sie, dass Frau Stenzel zu diesem Erfolg beigetragen hat? Mit Sicherheit, so wie jeder beigetragen hat. Wir haben eine tolle Mannschaft mit Frau Stenzel, mit Magister Johann Kutenos, mit Herbert Kickl als Wahlkampfleiter. Eine unglaublich tolle Mannschaft an ehrenamtlichen Mitstreitern, die Großartiges geleistet haben. Und da hat jeder seinen wesentlichen Anteil am Erfolg. Und die Frau Stenzel hat ja auch im ersten Bezirk auf Gemeinderatsebene den zweiten Platz sichergestellt. Aber die Bezirksvorstehung blieb dann aus für Frau Stenzel? Ich kenne die Ergebnisse noch nicht. Ich weiß nicht, was Sie wissen, ich kenne die Ergebnisse noch nicht. Wir waren bei allen Feierlichkeiten dabei und vor allem im FPÖ-Zelt sind uns ganz merkwürdige Sachen aufgefallen. Was wir meinen, seht ihr im nächsten Beitrag. Was halten Sie von dem Wahlergebnis? Ist großartig! Super! Haben Sie auch kandidiert? Ja, selbstverständlich! Wo denn, wenn ich fragen darf? Im ersten Bezirk und im vierten Bezirk. Wo sind Sie reingekommen? Das weiß ich noch nicht. Aber ich bin Aristokrat. Und es ist endlich Zeit, dass wieder ordentliche Leute, so wie alle anderen, alle in einer gemeinsamen Welt freiheitlich werden. So wie es mein Urahn Erzherzog Johann gemacht hat. Ein Bund von allen Völkern, allen Schichten, das braucht Österreich. Also eine blaue Machtübernahme. Wir waren natürlich auch bei allen anderen Feierlichkeiten von allen anderen Parteien. Vielleicht war es für manch andere aber auch mehr eine Trauerfeier. Du hast den Rudolf Senf im Faust mit dem Slogan "Gib Stimme, Alter" um Stimmen geworben. Hat das funktioniert? Vielen Dank für die Frage. Ich freue mich sehr, dass Sie sich für mich und meine Kampagne interessieren. Und vor allem freue ich mich über das rege Medieninteresse, das meinem Bezirk gilt. Denn Rudolfsheim-Fünfhaus ist tatsächlich ein sehr schöner Bezirk. Und an dieser Stelle muss ich Sie leider korrigieren, denn der Slogan war nicht "Gib Stimme". Was? Jetzt habe ich den Faden verloren. Gib Stimme, Alter. Gib Stimme, Alter, sondern war "Du Opfer, gib Stimme". Ah, ja, du Opfer, gib Stimme. Alter, mach Vorzug, war der Alternativslogan. Der ist lustig verglichen mit mir, oder? Ja, sicher. Dabei bin ich schon lustig. Du bist ziemlich lustig. Ja, aber du bist lustiger. Ja, deswegen lieben mich die Menschen. Ich spüre das auf der Straße, mir fliegen die Herzen entgegen. Naja, ich meine, also wir haben Schlimmeres erwartet und dementsprechend ist es natürlich als Erfolg den Umständen entsprechend zu werten. Was natürlich nicht wegzumachen ist, ist ein Minus davor und das ist fast bei 5% und das ist niemals im Sinne von dem, was wir erreichen wollen und was wir uns auch vorgenommen haben. Ja. Ich finde das Wahlergebnis ein extrem wichtiges Wahlergebnis für Europa, zu zeigen, dass zwei Begriffe, Solidarität und Menschlichkeit, eine Wichtigkeit haben gegen Neoliberalismus, Populismus und gegen rechte Menschenhetze. Und ich glaube, Wien hat heute gezeigt, europaweit, dass eine Partei wie die Freiheitliche Partei, die gegen, das brauchen wir glaube ich nicht zu diskutieren, gegen Menschen hetzt und die gegen Menschen aufhust, noch dazu ein sehr stark nationales, radikal nationalistisches, faschistisches Gedankengut hat, eine Abfuhr erteilt hat. Also ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr, dass wir doch so einen Abstand zur FPÖ geschafft haben. Klare Linie, Häupl weiter rotes Wien. Ein Statement für Wien, für eine tolerante, offene Stadt und ich hoffe, das bleibt auch. Naja, ich finde es durchaus okay. Also gemessen an den Umständen und den Erwartungen und das, was an den Wahlumfragen da kursiert ist, ist es ja deutlich besser. Ich habe das zwar in etwa dieser Form angenommen, aber ich bin dann trotzdem fällt einem Stein vom Herzen. Ja, das Wahlergebnis für die Wiener ÖVP ist katastrophal. Leider haben wir sehr gute Themen gehabt. Ich glaube, wir würden auch eine Politik mit Verstand und Vernunft machen. Aber wir sind mit diesen Themen nicht drüber gekommen, weil eben das Flüchtlingsthema alles überschattet hat. Für uns eine fürchterliche Enttäuschung. Wir hätten uns natürlich was anderes erwartet. Ich denke mir, wir sind da überwiegend zwischen den Bundesthemen zerrieben worden. Sachthemen haben
das haben wir auch im Wahlkampf festgestellt, keine Rolle gespielt. Also die üblichen Probleme im Bezirk, es geht um Simmering in dem Fall, da war es für uns klar erkennbar. Es ist egal, was man den Menschen erzählt, es war eigentlich die Angst über die Ungewissheit, was jetzt passieren wird, wie wir mit diesem Thema, das alles überschattet, Flüchtlingsthema, umgehen werden. Von grüner Seite her ist es sicher kein Erfolg. Das was stimmt, die Machtfrage ist geklärt. Die Machtfrage, damit meine ich, es wird weitergehen mit Rot-Grün. Alles andere wäre, glaube ich, davon bin überzeugt, schlechter gewesen für diese Stadt. Und dass die Rechtsextremen ein Potenzial haben von 30%, war eh klar. Ich muss erst drüber schlafen, weil ich merke auch ein bisschen an Ärger, wie viele Leute hier drauf reingefallen sind, auf dieses pseudo-rot-blaue Duell. Und natürlich müssen wir uns überlegen, wo unser Anteil ist und was wir verändern oder verbessern müssen. Bei mir war wirklich die Freude, dass ein klarer Auftrag ist, dass Rot-Grün wieder stattfindet. Das ist gut für Wien, das brauchen wir in Wien. Ich glaube, dass unser Wahlergebnis in Wirklichkeit ein sehr gutes war für das, was wir an Einsatz geliefert haben. Ausklingen lassen haben wir die ganzen Feierlichkeiten bei Anders im Café Siebenstern. Deshalb, weil sie unseres Erachtens auch viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen haben in den Mainstream-Medien. Und wie es dort war, seht ihr im nächsten Beitrag. Wir haben uns ja vor der Verkündung des Wahlergebnisses getroffen und Sie interviewt. Wie beurteilen Sie das jetzige Wahlergebnis? Also ich bin nach wie vor frohen Mutes. Ich finde, wir haben wirklich einen super Wahlkampf hingelegt. Wir haben super viele Leute dazu gewinnen können. Wir hatten eine total schwere Ausgangslage, haben wir das Beste daraus gemacht auf jeden Fall. Und ich bin der Meinung, dass wir eine coole Plattform erzeugt haben, auf der wir jetzt aufbauen können und 5 Jahre coole Politik machen in Wien. Wir haben das Ziel gehabt, in den Gemeinderat einzuziehen. Das haben wir klar und deutlich verfehlt. Dass die SPÖ 39% hat, ist meiner Meinung nach ein schlechter Witz. Ist aber auch ein schlechter Witz, dass die FPÖ über 30% hat. Ihre Partei, also ihr Wahlbündnis, hat bei der heutigen Wahl nur 1,1% erreicht. Ist das, oder was könnten Sie nächstes Mal besser machen? Ich glaube, in der Hauptsache sind es 2 Sachen. Das erste ist, dass wir einfach medial nicht beachtet worden sind. Es ist total wenig in den Zeitungen gestanden. Ich hab also selbst persönlich etliche Leute erlebt, die in meinem persönlichen Umfeld sind, die mir erklärt haben, wenn sie mich nicht kennen würden, dann würden sie überhaupt nichts wissen über die Partei. Also ich denke mal, es ist wirklich nichts gekommen in den Zeitungen oder ganz wenig. Die Information war sehr gering und das andere ist wirklich die 5%-Hürde für den Gemeinderat, wo ich erlebt habe, dass viele Leute zu mir gesagt haben, ja, ich würde euch sofort wählen, von den Inhalten super, aber das ist mir einfach zu unsicher, dass die Stimme nichts zählt und deshalb würde ich lieber grün oder rot, zumal das eben so auf das Strache-Gespenst hinstilisiert worden ist und viele Leute gesagt haben, also bevor der Strache jetzt kommt, würde ich lieber irgendwem und nicht bei euch, wo ich mir nicht sicher sein kann, dass die Stimme was zählt. Das, glaube ich, war das Haupt. Ja, was könnte man besser machen? Ich denke, der Wahlkampf von Wien Anders war insgesamt sehr gut, auch thematisch sehr breit. Und es war eine total soziale Kompetenz, ist zum Vorschein gekommen. Es ist eine bunte Plattform. Und was hier auch zum Tragen gekommen ist, es war ein inhaltsleerer Wahlkampf von allen anderen und alles zugespitzt auf ein Duell sozusagen, das nicht real gewesen ist. Ja. Was wichtig wäre, ist, dass wir vielleicht noch viel stärker herauskehren, warum es eine linke Opposition braucht. Ja, aber hier ist natürlich die mediale Ebene ganz wichtig, dass wir in den Netzwerken zu Hause sind. Und jetzt werden wir mal analysieren, ob uns auch Netzwerke, wo wir gedacht haben, dass uns Wählerinnen hier auch nicht nur sympathisieren, sondern hier auch das Kreuz machen, ob die das wirklich gemacht haben. Was jetzt wichtig ist, dass wir die Gesprächspartnerin sind für alle die, die jetzt enttäuscht sind, aber auch enttäuscht, dass sie vielleicht nicht wirklich zum Tragen kommen durch die FPÖ und durch die SPÖ. Dankeschön.
die haben gesehen, da solidarisiert sich etwas, was noch nicht ganz zusammenkehrt, nämlich junge Leute und ältere Leute, Kommunisten und Piraten und so weiter. Wie kann ich das zerschlagen? Wie kann ich das spalten? Indem ich genau gerne die Plakatständer wegnehme, weil das sozusagen auch die Verbindung zum Wähler jetzt wieder herstellt. Ne? Also die KPÖ zu ihren Wählern, die Piraten zu ihren Wählern und so weiter. Das war das strategische Ziel des Verbotes. Dann kommen noch die Meinungsforschungsinstitute dazu, die natürlich den Vorgang sozusagen insofern beeinflussen, als die immer die SPÖ schwächer machen, als eigentlich ist. Damit die SPÖ nachher sagen kann, na, aber so schlecht hat es ausgeschaut, aber es ist ja viel besser. Also, und dieser Vorgang, also diese, das ist abgearbeitet worden und das Ergebnis ist herausgekommen, was von der Zielsetzung her und von der Lenkung her gewünscht war. Und in dem Vorgang hat es einen Restrisikofaktor gegeben und das war die Anders. Ja? Und daher wurde den Anders sozusagen die Plakatständergeschichte eingedruckt. Das heißt, die Eliminierung aus dem öffentlichen Raum. Wir haben viele Leute erreicht. Natürlich haben wir nie eine Kampagne angestrebt oder uns mehr erwartet. Also für mich gab es keine Überraschungen. Es war genau das, was wir erwartet haben. Von meiner Perspektive aus, weil mehr kann gar nicht passieren, wenn du auf so einem medial unterdrückten linken Bündnis versuchst, von unten Wien neu aufzurollen. Und das werden wir weiter versuchen und die Julia hat das schon gut gemacht. Ich hoffe, wir bekommen mehr Frauen bei den Piraten und ich hoffe, wir bekommen überhaupt mehr Frauen für die Politik. Das war's mit den WinTV-Nachrichten für dieses Mal. Das erste Mal aus dem Okto-Studio. Nicht vergessen, wenn ihr Vorschläge habt, wie das Setting ausschauen sollte beim nächsten Mal, schreibt uns ein Mail oder schreibt uns via Facebook. Und wenn ihr wie die Viktoria mal zum ersten Mal hier moderieren wollt, schreibt uns ebenfalls. Und sonst, glaube ich, haben wir nichts mehr zu sagen, außer passt auf. Seid vorsichtig. Und lasst euch ja nichts gefallen. Baba. Ciao.